Einmal wurde ein Gelehrter gefragt, wann wird Palästina zurück? Dann sagte er, wenn die Moscheen zu frühen Morgen, zu früh Gebet, zu Fajr, zu Subh, wenn sie so voll werden wie am Freitag, dann kommt diese Zeit, inshallah. Wo sind die Muslime heute? Wo sind die? 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die haben keine Stimme. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns doch davon erzählt. Wenn unsere Oberhäupte nicht nach Koran und Sunna handeln, wenn wir unseren Koran und Sunna hinter den Rücken tun, wenn wir auf dem richtigen Weg nicht bleiben, wenn die Muslime lügen, betrügen, Zina machen, Riba nehmen, Kredite nehmen, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nicht helfen. Bis sie zurückkehren zu ihrer Religion. Und wenn sie zur Religion zurückkehren, dann wird Allah ihnen helfen. Diese Themen, die passieren heute, die sind Alarm für die Muslime, damit sie zurück zu Allah kehren. Wenn sie das nicht machen, dann werden sie verlieren. Diese Leute aber, die getötet werden. Wir sehen das heute in Gaza. Wir sehen das überall. Wo sind diese 1,5 Milliarden? Ist die Sache so, dass man auf die Straße geht? Und sagt man, ja, wir verlangen die Regierungen, dass sie uns helfen. Die muslimischen Länder werden von Marionetten regiert und die arbeiten für die anderen. Und hier im Westen, die sind einseitig. Die haben ihre Stellung klar gemacht. Die haben gesagt, egal, was die Zionisten tun, die sind auf ihrer Seite. Egal, ob Kinder, Frauen, subhanallah. Was haben die Kinder damit zu tun? Man sagte immer, diejenigen, die Kinder töten, sind Terroristen. Wo, wenn man Kinder dann tötet, was ist man? Wenn die Muslime sind, ist man kein Terrorist. Aber wenn sie was anderes sind, sind Terroristen. Deshalb mach dir Sorgen um dich selber, liebe Muslim. Und sei sicher, Allah subhanahu wa ta'ala hilft. Allah subhanahu wa ta'ala hilft. Wenn die Sache auch schwer aussieht am Anfang, aber am Ende ist das so, wie Allah versprochen hat.